Hör dir diese Meditation natürlich nicht an, wenn du unterwegs bist oder wenn du Auto fährst oder wenn du irgendetwas tust, was deine Aufmerksamkeit erfordert. Denn wir werden gleich mit geschlossenen Augen nach innen gehen und erfahrungsgemäß ist das keine gute Idee, das zu tun, während du am Steuer sitzt oder so, ne? Deswegen nimm dir jetzt Zeit für dich und schließe deine Augen. Schließe deine Augen jetzt. Genau. Einfach mal kurz die Augen schließen, ein bisschen mehr bei dir selber ankommen. Und mal gemeinsam mit mir einen tiefen Atemzug nehmen. Einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Einatmen. Und ausatmen. Lass mal alles gehen, was bis vor 2 Minuten noch in deinen Gedanken war. Alles loslassen, was du heute getan hast, also der ganze Wirbel, Wusel, all das mal gehen lassen. Auch die Dinge, die du nachher vielleicht noch tun willst, alles mal gehen lassen. Und dir mal vorstellen, wie es wäre, wenn du wirklich alles loslassen könntest. Wenn du sitzt, leg deine Hände mal auf deine Oberschenkel mit den Handflächen nach oben, so ungefähr in die Mitte deiner Oberschenkel. Und wenn du liegst, lege deine Hände neben dich, auch wieder mit den Handflächen nach oben. Wir werden damit anfangen, dass wir uns gemeinsam als erstes Mal synchronisieren. Und synchronisieren ist wirklich ganz einfach und du kannst direkt mitmachen. Spüre dafür mal als allererstes in deine linke Hand hinein. Spüre deine linke Hand von innen, sodass du deine linke Hand wirklich wahrnehmen kannst. Jetzt. Geh rüber mit deiner Aufmerksamkeit in deinen rechten Fuß. Spüre deinen rechten Fuß von innen. Jetzt. Wirklich von der Fußsohle über den Ballen bis in die Zehenspitzen hinein. In die linke Hand. Rechte Fußsohle. Linke Hand. Rechte Fußsohle. Auf 3-mal beides gleichzeitig wahrnehmen. 1, 2, 3. Und sage innerlich zu dir selbst, meine linke Hand und meine rechte Fußsohle schwingen synchron, jetzt schwingen die beiden gleich. Und erlaube die Leichtigkeit, mit der die Schwingung sich anpassen kann, jetzt. Mit Leichtigkeit, mit dem Teil von dir in Kontakt kommen, der dein Herz schlagen macht. Immer mehr in Kontakt kommen mit diesem tieferen Teil von dir. Jetzt gehe mit deiner Aufmerksamkeit rüber in deine rechte Hand. Spüre deine rechte Hand von innen. Und zurück in die linke Hand. Wieder in die rechte Hand.
die linke Hand und auf drei beide Hände gleichzeitig wahrnehmen. 1, 2, 3. Und sage innerlich zu dir selbst, meine Hände schwingen synchron jetzt, schwingen meine Hände gleich. Und erlaube auch hier die Leichtigkeit, mit der die Schwingung sich anpassen kann, jetzt höher schwingen, leichter schwingen, noch einfacher mit dem tieferen Teil von dir selbst in Kontakt kommen. Und mit deiner Aufmerksamkeit runtergehen in deinen linken Fuß. Spüre den linken Fuß von innen jetzt. Über die Fußsohle bis in die Zehenspitzen hinein. Wechsle wieder in deine rechte Hand. Linke Fußsohle, rechte Hand, auf drei beides gleichzeitig wahrnehmen. 1, 2, 3. Und sage innerlich zu dir, meine linke Fußsohle und meine rechte Hand, genau wie meine linke Hand und meine rechte Fußsohle schwingen synchron jetzt. Schwingen sie gleich und erlaube diese Leichtigkeit, mit der die Schwingung sich anpassen kann, jetzt immer mehr synchron werden mit dir selbst, synchron werden mit dem Teil von dir, der dein Herz schlagen macht, deine Hände und deine Füße synchron schwingen lassen, jetzt mit deiner Aufmerksamkeit. In die linke Gehirnhälfte gehen. Spüre die linke Gehirnhälfte von innen jetzt. Stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn du die linke Gehirnhälfte wirklich von innen spüren könntest. Wie würde sich das anfühlen? Und wechsle wieder mit der Aufmerksamkeit in die rechte Hand, linke Gehirnhälfte, rechte Hand, linke Gehirnhälfte, auf drei, beides gleichzeitig wahrnehmen, 1, 2, 3, und sage innerlich zu dir selbst, meine linke Gehirnhälfte und meine rechte Hand schwingen synchron jetzt. Schwingen die beiden gleich. Und erlaube die Leichtigkeit, mit der die Schwingung sich anpassen kann, jetzt immer mehr synchron werden mit dir selbst, mit deinem wahren Grundton und diesem riesigen Teil von dir, der dein Herz zum Schlagen bringt. Jetzt. Stell dir vor, du würdest mit deiner Aufmerksamkeit rübergehen in die rechte Gehirnhälfte. Wie würde die sich anfühlen von innen? Wieder rüber in die linke Gehirnhälfte. Rechte Gehirnhälfte, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, auf drei, beide Gehirnhälften gleichzeitig wahrnehmen, 1, 2, 3, und innerlich zu dir selbst sagen, meine Gehirnhälften schwingen synchron, jetzt schwingen meine Gehirnhälften gleich.
und erlaube die Leichtigkeit, mit der die Schwingung sich anpassen kann. Jetzt schwinge deine Hände, deine Füße und deine Gehirnhälften synchron. Und gleich, nicht sofort, aber gleich, stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du dieses synchrone Schwingen auf deinen ganzen Körper ausdehnen, sodass jede Zelle wirklich synchron schwingen auf 3. 1, 2, 3. Genauso. Und überall, wo noch Spannung war, diese Spannung gehen lassen jetzt. Spüre, wie dein Körper synchron schwingen. Von der Kopfspitze bis zur Fußsohle. Alles Schwere gehen lassen. Und noch mehr mit dem Teil von dir in Kontakt kommen, der dein Herz zum Schlagen bringt. Und wenn es etwas gibt, was du mitgebracht hast in diese Meditation, eine Frage oder vielleicht sogar eine Unsicherheit oder Angst, dann nimm diese Frage oder diese Unsicherheit mit zu dem Teil, der dein Herz schlagen macht. Und lausche, welche Antwort du bekommst. Und während du diese Antwort genau auf die für dich richtige Art und Weise wahrnehmen, verarbeiten und später umsetzen, jetzt, halte die Verbindung zu diesem Teil von dir, diesem Teil, der sich immer weiter ausdehnt, in einer positiven Schwingung. In einem positiven Gefühl von Liebe. Jetzt bring diese Liebe mal in deine Kopfspitze hinein. Vielleicht als eine Art goldenes Licht, das deine Kopfspitze zum Strahlen bringen kann. Bring die Liebe in deine Kopfspitze. Aktiviere die Energie. Und stell dir mal vor, wie aus deiner Kopfspitze so etwas wie eine Sonnenblume wachsen kann. Eine Sonnenblume, die sich nach oben öffnen, jetzt. Nur die Dinge aufnehmen, die nützlich sind, förderlich, die deine eigene positive Energie enthalten, jetzt. Über diese Sonnenblume die positive Energie des Universums tanken. In deine Kopfspitze bringen. Und jetzt wollen wir mit deiner Aufmerksamkeit in deine Stirn hineingehen. Bring die Liebe auch in deine Stirn.
Spüre, wie deine Stirn sich entspannen darf. Und wie ein angenehmes, kühles Gefühl in deiner Stirn kreisen kann jetzt. Spüre, wie auch deine Augen sich immer mehr entspannen. Wie all die kleinen und großen Muskeln loslassen jetzt. Noch ein bisschen tiefer einsinken. Mit deiner Aufmerksamkeit über deine Nase gehen, über deine Lippen und deine Zunge. Die Kiefergelenke entspannen jetzt. Lass all die Spannungen aus deinen Kiefergelenken rausfließen. Bring Liebe in deine Kiefergelenke. Nimm das Licht, was du über deine Sonnenblume einfängst, auch mit rein in deine Kiefergelenke. Löse Spannungen. Und geh tiefer mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Hals hinein und bring die Liebe in deinen Hals. Spüre, wie die Energie dort kreisen kann, stärken, nähren. Die Energie aus deiner Sonnenblume auch dort hineinfließen lassen. Und jetzt geh weiter runter mit deiner Aufmerksamkeit, ungefähr in die Mitte deiner Brust. Spüre dort die Liebe in deinem Herzen und lass zusätzlich die positive Energie des Universums über deine Kopfspitze in dein Herz hineinfließen. Sodass es befreit atmen kann, Spannungen lösen, Frieden hineinbringen und die Energie fröhlich kreisen lassen. Jetzt weiter runter mit deiner Aufmerksamkeit bis zum Solarplexus. Das ist da, wo dein inneres Sönnchen scheint. Bring auch die Liebe in deinen Solarplexus. Die positive Energie des Universums über deine Kopfspitze, deine Stirn, dein Hals, dein Herz auch in deinen Solarplexus fließen lassen. Spüre, wie die Spannungen sich lösen können. Alles, was ich zusammengekrampft hatte, ausdehnen jetzt. Weichheit, Sanftheit und innere Stärke in deinem Solarplexus kreisen lassen. Ja, genau, diese gute Energie. Mit deiner Aufmerksamkeit noch etwas weiter runtergehen. Zu einem Punkt ungefähr 3 Finger breit unterhalb deines Bauchnabels. Das ist da, wo die Japaner sagen, das ist das Tanden. Die Chinesen nennen es das Tantien. Du könntest dir auch vorstellen, dass es da, wo dein Körper seinen Schwerpunkt hat.
etwas unterhalb deines Bauchnabels. Die Liebe aus deinem Herzen ins Tandem bringen. Diesen Punkt mit Liebe ausfüllen und Spannungen gehen lassen. Auch die positive Energie des Universums über die Kopfspitze, die Stirn, Nase, Hals, Herz, Solarplexus in dein Tandem fließen lassen. Sodass du spüren kannst, wie die positive Energie dort kreisen kann, stärker werden, Spannung gehen lassen, Kreativität befreien jetzt. Spüre, wie Spannungen gehen, wie du tief atmen und alles loslassen kannst jetzt. Geh mit deiner Aufmerksamkeit runter in dein Perineum. Das ist der unterste Teil deines Rumpfes. Bring die Liebe in dein Perineum. Und lass auch die positive Energie des Universums dahin fließen. Über deine Kopfspitze, die Stirn, die Nase, über den Mund, den Hals, die Brust, den Solarplexus, den Bauch, den Unterbauch, das Tandem, bis runter ins Perineum. Genau. Und auch dort Blockaden lösen. Sodass die Energie frei fließen und du all die wunderschöne Energie von Mutter Erde aufnehmen jetzt. Merke, wie die Energie in dein Perineum steigen kann. Wie sie harmonisch fließen und dich nähren und tragen kann. Stärker und stärker. Jetzt geh mit deiner Aufmerksamkeit die Beine hinunter, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußsohlen. Und stell dir vor, wie aus deinen Fußsohlen Wurzeln in Mutter Erde wachsen. Diese Wurzeln gehen durch die Zimmerdecke bzw. den Fußboden, da wo du gerade bist, durch das ganze Haus, runter bis ins Erdreich jetzt, tiefer ins Erdreich hinein, so 10 Meter. Und mit jedem tiefer gehen werden sie auch breiter, wie die Wurzeln eines Baumes. 20 Meter, 100 Meter, 1000 Meter, große Wurzeln. Zehntausend Meter. Hundert Kilometer tief. Tausend Kilometer tief. Zehntausend Kilometer tief. Jetzt bis zum Mittelpunkt der Erde gehen. Geh bis zum Mittelpunkt der Erde. Und erlaube, dass die starke, liebevolle,
weibliche Energie von Mutter Erde durch deine Wurzeln in dich hinein fließen kann. So die Wurzeln hoch, über die Fußsohlen, die Beine hoch, runter im Perineum und dann hinten hoch. Das heißt, über die Wirbelsäule hoch, den Nacken, Hinterkopf, Kopfspitze und vorne wieder runter über die Stirn, den Hals, das Herz, Solarplexus bis in den Unterbauch hinein, wieder ins Perineum und hinten wieder hoch, sodass eine Kreisbewegung daraus entstehen kann. Hinten hoch, vorne runter. Und jetzt, wo diese Energie von Mutter Erde sanft um dich kreisen kann, nimm noch die Energie des Universums mit dazu, die über deine wunderschöne Sonnenblume in dich hineinfließen kann. Und die kommt über die Kopfspitze rein und fließt vorne runter und hinten hoch. Vorne runter, Kopfspitze, Stirn, Hals, Herz, Solarplexus, Bauch, Unterbauch, Perineum und hinten wieder hoch. Zur Kopfspitze und wieder runter, Perineum. Und gleichzeitig kreist die Energie von Mutter Erde um dich herum und du merkst, wie die beiden sich jetzt vermischen können zu einer wunderschönen, harmonischen Energie, die genau das für dich richtige Gleichgewicht zwischen männlicher und weiblicher Energie haben kann. Genau das Gleichgewicht, was du jetzt im Moment brauchst, um genau das zu tun, was dein höherer Plan für dich vorsieht. Diese Energie in deinem Körper kreieren jetzt, männlich und weiblich vermischen. Yin und Yang um dich kreisen lassen. Hinten hoch, über die Kopfspitze vorne wieder runter, zum Perineum. Hinten hoch und vorne runter. Hinten hoch, vorne runter. Mach eine runde Kreisbewegung daraus. Mach es schneller. Ja. So dass es jetzt richtig mit Speed um dich herum kreisen kann. Spüre, wie all deine Zellen sich auf diese neue Schwingung einschwingen. Diese wunderschöne Harmonie von männlicher und weiblicher Energie, die für dich jetzt im Moment genau die richtige ist. Spüre, wie dein ganzer Körper mitschwingen kann jetzt. Dehne dieses Kreisen mal aus, sodass es nicht nur um deinen Rumpf und deine Kopfspitze kreisen kann, sondern um deinen ganzen Körper jetzt. Genau, mach es etwas größer, sodass es das ausfüllen kann, was man den Energiekörper nennt, die Energiehülle, deine Aura, das Ei, wie auch immer man das nennt. Das, was dich energetisch umgibt, jetzt mit dieser wunderschönen Energie ausfüllen. Und weiter Energie in dich hineinfließen lassen über die Fußsohlen von Mutter Erde und über die Kopfspitze vom Universum. Dieses wunderschöne Spiel. Dieses ewige Hin und Her.
Ausgleich bringen jetzt. Vereinigen. Tiefer. In deine Zellen hinein. In dein System hinein. Sodass du wirklich komplett auf dieser Energie schwingen jetzt. Stell dir mal vor, das wäre die Energie, mit der du morgen früh aus dem Bett steigst. Wow. Und lass dein Unterbewusstsein doch mal probieren, wie es wäre, die nächsten 3 Tage mal mit so einer starken Energie morgens aus dem Bett zu hüpfen. Weil du all das tun kannst, was du tun willst. Und was dein höherer Plan für dich vorsieht. Ja, so ist es gut. Und stell dir mal vor, du würdest dieses Kreisen beibehalten, weit über unsere Meditation hinaus, die nächsten 3 Tage, die nächsten 3 Wochen, die nächsten 3 Monate, die nächsten 3 Jahre. Mit jedem Tag das Kreisen stärker und intensiver machen. Über die nächsten 5 Jahre. Stell dir das mal vor. Jetzt. Schauen wir uns das doch mal an. Steig mal ein in meine Zeitmaschine und komm mit mir zu einem Zeitpunkt 5 Jahre in die Zukunft. So auf 3, 1, 2, 3, so jupp. Genau. Und jetzt angekommen an diesem Zeitpunkt 5 Jahre in der Zukunft. Schau mal zurück und schau mal, was sich alles positiv verändern konnte, weil du dieses Kreisen jetzt bei dir haben kannst. Diese starke Energie, die dir Kraft und Klarheit gibt. Weibliche und männliche Energie immer in dem Verhältnis, wie du sie gerade brauchst. Schau mal zurück und schau mal, was du alles erreicht hast, wie weit du gekommen bist. Und nimm all das positiv zu Lernende mit jetzt. Verstau es genau an dem Ort in dir, der schon immer dafür vorgesehen war. Lass es weiter kreisen und reise gemeinsam langsam zurück in die Gegenwart. Langsam zurück. Und spüre nochmal das Kreisen um deinen Körper herum. Erstmal nur um deinen Rumpf herum, hinten hoch, vorne runter. Perineum zur Kopfspitze und von der Kopfspitze wieder zum Perineum. Ja. Und jetzt dehnen wir das nochmal aus, sodass dein ganzer Körper eingehüllt sein kann von diesem Kreisen auf 3. 1, 2, 3. Ja. Und wir werden dieses Gefühl gleich, nicht sofort, aber gleich, zu einer Perle komprimieren. Das heißt, wir schrumpfen es nicht, sondern komprimieren es zu einer Perle, die wir dann im Unterbauch verstauen. Alright? Auf 3. 1, 2, das. Nimm diese Perle in deinen Unterbauch auf. Spüre, wie kraftvoll sie ist. Und gleich auf 3 werden wir die Perle wieder ausdehnen. Und du wirst merken, dass das Kreisen dann nochmal doppelt so intensiv sein kann. Auf 3, 1, 2, also tschu. Wow. Ja. Dein ganzer Körper eingehüllt von diesem Kreisen. Jeder deiner Zellen schwingt, jubiliert, feiert, tanzt, hüpft. Auf dieser wunderschönen Energie. Das ist die Energie des Flows. Wir machen es noch einmal. Noch einmal komprimieren auf eine Perle, die du in deinen Unterbauch stecken kannst. Auf 3, 1, 2, 3, so tschu. Wow, spür mal da rein. Und jetzt auf 3 nochmal ausdehnen und die Intensität des Gefühls noch einmal verdoppeln. 1, 2, 3. Puh. Oh yeah. Spüre, wie das kreisen kann, wie dir das so ein riesiges Grinsen schenken kann, jetzt, ja.
denn du hast schon alles, um glücklich zu sein. Wir dürfen es uns wieder erlauben, die guten Gefühle auch wirklich zu spüren in unserem Körper. Im Perineum die Energie von Mutter Erde aufnehmen und über die Kopfspitze die Energie des Universums aufnehmen. Beide um uns herum kreisen lassen und zu einer neuen, wunderschönen Energie vereinigen. Jetzt. Genauso. Und du merkst, das ist nicht statisch, das verändert sich immer so ein bisschen. Das vibriert. Ja. Mal ein bisschen in diese Richtung und mal ein bisschen in jene. Ja, genauso. Sodass du den Tanz dieser Energien in dir spüren kannst. Jetzt. Mach all die kleinen und großen Veränderungen in deiner Struktur, in deiner Neurologie, in deinem Energiekörper, damit dir diese wunderschöne Energie ab jetzt jederzeit zur Verfügung stehen kann. Wann immer du sie brauchst oder einfach auch nur haben willst, weil du weißt, es ist gut, sich gut zu fühlen. Yeah. Warum nicht einfach den ganzen Tag so unterwegs sein? Probier das doch mal aus. Probier mal, wie Menschen auf dich reagieren, wenn du einen Tag lang so unterwegs bist. Jetzt. Mach all die kleinen und großen Veränderungen in all deinen Systemen, damit diese Energie dir ab jetzt jederzeit zur Verfügung stehen kann. Und alles kreisen kann. Und mit jedem Kreisen noch mehr auflösen, was diesem Kreisen noch im Wege steht. Blockaden, negative Glaubenssätze, Einschränkungen, irgendwelche gespeicherten Dinge aus der Vergangenheit. Alles auflösen mit jedem Kreisen wird immer mehr gelöst, aufgelöst. Denn da, wo diese hohe Energie in deinem Körper strömen kann, jetzt, sich das andere gar nicht mehr halten, weil es auf einer viel tieferen Energie unterwegs ist und auch gar nicht mehr zu dir gehört. Und deswegen darfst du das loslassen, jetzt. Lass all das los und spüre das Kreisen und Schwingen jetzt. Genauso. Erlaube vor allen Dingen auch, dass sich alle Spannungen in deinen Schultern und in deinem Nackenbereich lösen können, sodass die Energie wirklich frei von unten nach oben strömen kann. Alle Spannungen lösen, vor allen Dingen im Schulter- und Nackenbereich. Weich werden. Jetzt. Spüre, wie die Energie um dich kreist. Und halte die Energie für den Rest des Tages. Den Rest der Woche, den Rest des Monats und vielleicht sogar nur für den Rest deines Lebens in dieser wunderschönen positiven Energie schwingen und dich von hier aus immer höher schwingen. Denn das hier ist erst der Anfang. Jetzt. Finde deinen ganz persönlichen Abschluss für unsere kleine Reise, sodass du wirklich alles mitnehmen kannst, was für dich hier ist. Denn wir nehmen alles mit, all die gute Energie, all das Strahlen, all das Kichern, all das Gutfühlen in deinem Körper, auch an diesen Stellen. Alles mitnehmen. Ja, all die guten Sachen mitnehmen, an den Orten in dir verstauen, die schon immer dafür vorgesehen waren. Wenn immer du all die kleinen und großen Anpassungen gemacht hast, komm langsam zurück ins Jetzt und hier.
komm langsam zurück. Komm langsam zurück, denn ich werde gleich bis 10 zählen. Und wenn ich bei 10 angekommen bin, dann bist du wieder putzmunter, hellwach und dummdiedelei fröhlich da. Ja, 1, 2, 3, dein Puls und dein Blutdruck stabilisieren sich auf für dich optimale Werte. 4, 5, 6, eine sanfte Welle von Energie zieht dich langsam nach oben, hoch, 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 genau. 7, 8, 9, 10, hellwach, hellwach, du bist jetzt hellwach. Herzlich willkommen zurück, du wunderschönes Wesen. Schön, dass du hier bist. Schreib mir doch jetzt mal in den Kommentar, was hast du erlebt? Wie fühlst du dich jetzt? Wie ist deine Energie jetzt? Spürst du das Kreisen? Wie geht's dir jetzt? Was ist passiert? Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Schreib mir das doch mal in den Kommentar hinein. Jetzt.